Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 125 von Dienstag, dem 10. September 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es normalerweise um Modeling und um NLP und um den entsprechenden Blick auf die Welt. Dieser Podcast erscheint normalerweise dienstags auf www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf vielen anderen Plattformen. Und manchmal erscheinen auch zwei Podcasts in der Woche oder er erscheint einen Tag später oder früher. Wenn du da auf dem Laufenden bleiben willst, empfehle ich dir dringend, meinen Newsletter zu abonnieren. www.ralfstumpf.de/newsletter und dann bekommst du auch zusätzlich jeden Samstag einen ziemlich coolen NLP-Essay ins Postfach. Heute wird es ein verführerischer Podcast, denn es geht ja immer darum, dass ich über ein Wort aus NLP-Perspektive meditiere, philosophiere, nachsinne und heute geht es um Verführung. Verführung. Ich habe ja nun keine Ahnung, an welche Art von Verführung du denkst, wenn du dieses Wort hörst und vielleicht den Titel des Podcasts gelesen hast. Ich nähere mich den Themen ja gerne über die Wortgeschichte. Und wenn man sich da anschaut, wo das Wort Verführen herkommt, dann hat das eine sehr alte Geschichte. Und kommt ursprünglich von einem Wort, das heißt Firführun oder so ähnlich und heißt schlicht und ergreifend wegführen, vom Weg abführen, in die Irre führen. Also wenn du quasi jemanden hast, der dir sagt, es geht nach da und ich bringe dich dahin und wir kommen aber woanders an, dann hat dich der in diesem Sinne des Wortes verführt. Diese Idee, jemanden vom gedachten, geplanten, richtigen Weg abzubringen, hat sich dann natürlich ziemlich schnell übertragen und landet an meinem Konzept der Sünde, weil das Verführen heißt dann, jemanden vom rechten Weg, also vom Weg Gottes abzubringen. Und von daher ist der erste Verführer von der Idee her der Teufel. Und die erste Verführungsgeschichte ist dann natürlich im Paradies, als erst der Teufel in Gestalt der Schlange Eva verführt, von diesem Äpfelchen zu naschen, und dann daraufhin die Eva den Adam verführt, ebenfalls von dem Äpfelchen zu naschen. Das heißt, so kommt die Bedeutung rein von der übertragenen Bedeutung des Wortes verführen, also sozusagen zum Bösen, zur Sünde verführen. Und dann kommt erst sehr viel später diese erotisch-sinnliche Komponente mit rein. Wenn du heute im Internet guckst nach Verführung, findest du überwiegend Verführungstechniken, wie du den Mann, die Frau, das sonst irgendwas deines Verlangens verführen kannst. Es hat sich aber dann auch ziemlich schnell nochmal übertragen in eine andere Bedeutungsebene. Vielleicht kennst du den Buchtitel Die geheimen Verführer. Und da geht es um Werbung, dass wir also ja, zu irgendwas verführt werden sollen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das sind dann die geheimen Verführer, als ob es offene Verführer auch gäbe. Naja, wie auch immer. Also die Idee von Verführung, wenn du es wirklich wörtlich nimmst, verführen, hat mit Führung zu tun und hat mit dem rechten Weg zu tun. Und das wahrscheinlich heute gängigere Wort für Verführung wäre dann Manipulation. Und da sind wir natürlich mitten im NLP-Gebiet drin, weil die Frage, ist NLP nicht Manipulation? Ist NLP nicht manipulativ? Ist ja fast schon so alt wie das NLP selber. Also wie ich anfing, NLP zu machen vor doch inzwischen einigen Jahrzehnten, war das eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekommen habe. Und auch wenn Leute dann zu mir gekommen sind zur NLP-Ausbildung, wurden die oft von Familie, Freunden und Bekannten gewarnt. Pass auf vor den NLPler! Die vor den NLPlern, die werden dich manipulieren. Das heißt, wir werden uns mal ein bisschen angucken jetzt, was Manipulation eigentlich ist.
Da kurz wortgeschichtlich, es ist das Wort Manus drin, die Hand, und manipulieren heißt irgendetwas mit der Hand tun. Es ist also quasi ein Handwerk, eine handwerkliche Fähigkeit. Du kannst halt irgendwo Hand anlegen und kannst irgendwas machen. Und Frau Birkenbiel hatte da so eine sehr schöne Definition, wo sie meinte, wenn man jemanden dazu bringt, etwas zu tun, was der tun möchte, dann nennt man es Motivation. Und wenn man jemanden dazu bringt, etwas zu tun, was der nicht tun möchte, dann nennt man es Manipulation. Jetzt sind wir schon wieder bei der Frage, was du willst. Also wir kommen an diesem ganzen Thema Verführung und so weiter und so fort. Kommen wir, und Manipulation, kommen wir nicht an dem Thema des Willens vorbei und kommen wir nicht am Thema des freien Willens vorbei, wobei wir das nur kurz streifen werden. Es gibt im Internet ein Zitat, ich sage dir keine Quelle dazu, weil wenn du es bei Google eingibst auf Deutsch und Englisch, ich glaube, ich habe 4 verschiedene Leute gefunden, die behaupten, dass es von ihnen wäre. Aber das Zitat ist gut, weil das heißt sinngemäß so, jemanden zu verführen heißt nicht, die Person dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie nicht tun möchte, sondern heißt, die Person dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie sehnlichst unbedingt tun möchte, aber sich einfach nicht traut. Das ist eine spannende Idee, ne? Weil wie kann das sein, dass du was möchtest, was du nicht tun möchtest, dass du was du nicht willst? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber solltest du zufällig Coach sein, dann kennst du das wahrscheinlich, dass Leute ins Coaching kommen und sinngemäß sowas sagen wie, zum Beispiel bei Sport, ich würde gern Sport machen, will aber keinen Sport machen, weil Sport ist anstrengend und zeitaufwendig. Können Sie machen, dass ich Sport machen will? Und dann fragt man sich, also wenn du Sport machen willst, dann mach doch einfach Sport. Und wenn du keinen Sport machen willst, dann mach doch einfach keinen Sport. Aber so einfach ist es eben nicht, weil da gibt es eine Seite in jemanden, die will Sport machen und eine andere Seite will keinen Sport machen. Und jetzt würde gerne eine Seite die andere Seite manipulieren, motivieren mithilfe des Coaches. Man fragt sich aber, welche Seite eigentlich welche Seite, weil die, nennen wir sie mal faule Seite, die keinen Sport machen will, ja, die kommt ja durch mit ihrem Ansinnen. Also ich meine, der macht ja keinen Sport. Das heißt, die eine Seite kann es ja oder kann sie es nicht. Und soll ich dann jetzt quasi meinem Klienten helfen, sich zu manipulieren? Und wenn er ehrlich wäre, wäre es ihm am liebsten, wenn ich ihm die Arbeit gleich abnehme und ich ihn manipuliere, aber dann wäre ich ja quasi Büttel der einen inneren Seite gegen die andere Seite und dann würde ich ja manipulieren. Ach Gott, das wäre ja schrecklich. Also, mir ist ja schon oft aufgefallen, dass Leute, die raunend behaupten, NLP wäre manipulativ, das sind normalerweise die, die hinterher am meisten darüber enttäuscht sind, dass es halt so gut zur Manipulation doch nicht funktioniert, wie sie sich eigentlich gedacht hätten. Also der normale NLPler wünscht sich NLP gerne noch ein bisschen manipulativer, im Sinne von mächtiger. Macht und Einfluss ist auch ein Thema, was damit spielt. Okay, lass uns zurückkommen zu der Idee von jemandem vom Weg abbringen. Jetzt kannst du dir natürlich denken, ja mein Gott, wem egal ist, wo er ist, der kann auch nicht verloren gehen. Und wenn ich keinen Weg habe, dann kannst du mich auch nicht vom Weg abbringen. Das heißt, wenn ich nichts will, kannst du mich auch nicht verführen. Ja, doch, das hat durchaus was für sich, der Ansatz. Und da kommen wir auch schon zu einer Lösung, weil wenn ich jetzt, oder wenn die Idee im Raum steht, NLP könnte manipulativ sein, dann ist natürlich die Frage für dich, ja, wie kann ich das nutzen oder mich davor schützen? Jetzt ist die Frage, was dich mehr interessiert. Ich kann dir mehr darüber sagen, wie du dich vor, wenn ich sage ungewollter Manipulation, klingt das so, als gäbe es ja auch gewollte Manipulation. Die gibt es auch, auf die komme ich nachher noch. Also wie kannst du dich eigentlich davor schützen, dass du hinterher irgendwo hingeführt worden bist, wo du gar nicht sein willst? Also jemand hat dich quasi verführt und du bist damit unglücklich. Übrigens, wozu ich keine Quelle im Internet gefunden habe, ist eine Idee von Jordan Peterson. Der behauptet nämlich, dass das Wort Sünde eigentlich aus einer Wurzel
kommt, die bedeutet ein Ziel verfehlen, daneben treffen. Das ist spannend, weil da geht es dann quasi auch um einen Weg. Also ein Weg führt ja irgendwo hin, Weg führt an ein Ziel. Das heißt, es gibt dann den rechten Weg. Der rechte Weg ist der, der dich zu deinem Ziel führt. Und wenn du daneben triffst, also nicht dort landest, wo du hin willst, dann hättest du, laut Jordan Peterson, das gemacht, was das Wort Sünde eigentlich benennt, weil jemand oder etwas oder vielleicht du selbst dich verführt hat. Das ist eine spannende Wortidee. Also, wir landen bei dem ganzen Thema am Ende immer bei der Frage, was willst du eigentlich? Das ist die zentrale Frage, was willst du eigentlich? Und wenn dieses Zitat mit den vielen Quellen bedeutet, dass Verführung ja bedeutet, dass irgendjemand dich dazu bringt, etwas zu machen, was du in Wirklichkeit dir aus ganzem Herzen wünschst, aber dir nicht eingestehst, dann würde die Person dich ja im Grunde damit verführen, dass sie mehr über dich weiß, als du dir selbst einzugestehen wagst. Das heißt, die andere Person wüsste dann mehr, was du willst, als du selber weißt, was du eigentlich willst. Jetzt wird's spannend, oder? Dass jemand dich verführen kann, weil er mehr weiß, was du willst, als du das selber willst. Aber im Grunde ist es jetzt auch keine so große Neuigkeit, weil, hey, nichts anderes tat die Schlange damals im Paradies. Weil die Verführung der Schlange bestand ja darin, der Eva zu sagen, du wirst sein wie Gott, wenn du vom Baum der Erkenntnis isst. Und wenn Eva gesagt hätte, um Gottes Willen, nichts will ich weniger sein als Gott, das ist schon genügend Arbeit, Eva zu sein, wenn ich jetzt auch noch Gott werde, wäre mir einfach zu anstrengend, behalt deinen Apfel. Ja, dann hätte die Schlange unverrichteter Dinge wieder wegmarschieren müssen. Du weißt, damals konnte sie noch marschieren, weil als Strafe für ihre Verführung hat Gott ihr die Beine weggezaubert. Für eine andere Geschichte. Jedenfalls, die Schlange wusste scheinbar, dass Eva was will, sich sehnlich wünscht, was Eva gar nicht wusste. Also könnte man jetzt aus der NLP-Sicht sagen, ja, also der beste Schutz vor Manipulation und Verführung, vor ungewollter Verführung, zu der gewollten kommen wir nachher noch, vor ungewollter Verführung wäre dann halt einfach, dass du weißt, was du willst. Und ich finde, das klingt so, als ob es an sich eine gute Idee wäre. Ich meine, wäre das nicht toll, wenn du einfach weißt, was du willst? Ja, da gibt es sogar eine eigene, ich weiß nicht, ob es Methode ist, die darauf aufbaut. Ich habe ja meine Zeit lang sehr viel Robert Anton Wilson gelesen. Ein großartiger Autor, hat auch mit Richard Bandler zusammengearbeitet. Hat echt, der Mann hat so verrückte Bücher geschrieben. Und Robert Anton Wilson schreibt viel auch von Alistair, oder wie sich der Mann ausspricht, Crowley, der im Ruf stand, schwarzmagische Praktiken zu machen. Ein berühmtes Tarotspiel ist von ihm. Und der hat eine Methode erfunden, die er Magic nannte, mit CK geschrieben. Und von Crowleys Gruppe, Sekte, Gemeinde, Kirche, wie man das nennen mag, die hatten eine Grundregel. Und zwar hieß die, tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. Und deswegen wirft man Crowley bis heute vor, er wäre sozusagen einer der Vordenker von Anarchie gewesen. Also Anarchie, niemand herrscht. Das ist ja, wenn jeder macht, was er will, dann wäre ja hier quasi irgendwie, weiß ich nicht, also ganz fürchterlich, kann man ja gar nicht über nachdenken, wie schlimm das wäre, wenn jeder machen täte, was er will. Und da weist eben Robert Anton Wilson sehr interessant darauf hin, dass der Hauptteil der Arbeit einer Persönlichkeit von Crowley war es, dass die Leute rausfinden, was sie eigentlich wollen. Also rauszufinden, was willst du eigentlich? Also nicht, was redet man dir ein, was du wollen sollst, nicht, was macht die Werbung, die Politik, die Religion, die Familie, von allen möglichen Ecken und Enden wird dir ja eingeredet, was du eigentlich wollen sollst. Und Crowley meinte, find erst mal raus, was du selbst eigentlich willst. Ja, und dann mach's. Tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. Ich finde, das ist eine tolle Regel. Ich finde das wirklich eine tolle Regel. Und das erinnert mich an eine Idee vom heiligen Ignatius von Loyola. Da merkst du, wir springen heute wieder durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Ignatius, der Begründer des Jesuitenordens, der Gesellschaft Jesu, hat gelebt im Jahre 1500 noch was. Der hat Exerzitien begründet, die bis heute gemacht werden. Die Jesuiten sind sehr berühmt für ihre Exerzitien, für ihre Übungen. Und eine der Grundideen von diesen Exerzitien ist, dass man sich selbst erforscht. Also im Grunde eine Art von Meditation und schaut, was da in sich drin ist. Und Ignatius meinte, es gibt drei Quellen,
wo Gedanken, Wünsche, Absichten und Ähnliches herkommen kann, was in dir drin ist. Quelle 1 ist, es kommt aus dir selbst. Quelle 2 ist, es kommt von außen, vom Guten. Und Quelle 3 ist, es kommt von außen, vom Bösen. Und Ignatius sah halt als wichtige Aufgabe der Exerzitien, dass man lernt, das zu unterscheiden. Also was kommt aus dir selber? Was ist eine Eingabe des Guten und was ist eine Einflüsterung des Bösen? Ich weiß nicht, ob das Ziel, so toll ich es finde, wirklich hundertprozentig erreichbar ist. Und damit kommen wir in den Beziehungsbereich, weil ich hatte ja schon angekündigt, dass in diesen Ein-Wort-Podcast, also wo es sich immer um ein Wort handelt, wir sind jetzt ja mit der Reihe, lass mich nochmal nachgucken, Vereinigung, Verbindung und Kraft, das war ja Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich, Handlungsbereich. Und jetzt gehen wir ja zurück über Ordnung, Zweifel und Verführung, wieder über Handlungsbereich, Erkenntnisbereich und Beziehungsbereich. Das heißt, Verführung ist, obwohl ich jetzt so viel über Willen geredet habe, natürlich ein Begriff aus dem Beziehungsbereich. Und zwar ganz einfach deswegen, es muss ja jemanden oder etwas geben, was dich verführt. Also sich alleine zu verführen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Na gut, vielleicht schafft man das, sich alleine zur Schokolade zu verführen. Selbst in dem Beispiel vorhin, wenn einer kommt und sagt, ich würde gern mehr Sport machen wollen, obwohl ich keinen Sport machen will, können Sie nicht machen, dass ich Sport machen will, obwohl ich es nicht will. Wo man sagt, er will ja eigentlich die eine Seite, die andere Seite manipulieren und verführen. Ja, hat man ja wieder zwei Seiten. Also man kann ja den Beziehungsbereich auch in sich selbst leben. Aber eine Verführung braucht vom Wort her einen, der verführt und einen, der verführt wird. Und deswegen sind wir im Beziehungsbereich. Also wie gesagt, der erste Verführer war der Teufel, der gekommen ist. Und der Teufel taucht ja in der Bibel ganz selten auf. Ich glaube nur 3, 4, 5 Mal sowas in der Richtung. Also extrem selten dafür, dass er später im Volksglauben so eine große Rolle spielt. Aber einen sehr berühmten Auftritt hat der Teufel dann nochmal im Neuen Testament. Bei den 3 Versuchungen Jesu in der Wüste. Und das ist eine spannende Stelle auch für unser Thema. Da wird dann in 2 Evangelien wird erzählt, dass also Jesus in die Wüste geht und dort 40 Tage und Nächte fastet. Und dann kommt der Teufel zu ihm und will ihn verführen. Und der Teufel versucht ihn 3-mal zu versuchen. Und das erste ist, dass der Teufel ihm Steine zeigt und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Und Jesus widersteht der Verführung und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dann führt ihn der Teufel auf den Turm des Tempels von Jerusalem und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter, Gott wird dich auffangen. Und dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dann als drittes zeigt ihm der Teufel alle Reiche dieser Welt, alle Schätze dieser Welt und sagt, alles das will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Und dann sagt Jesus, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Spannende an diesen 3 Versuchungen ist, dass sie 3 Dinge ansprechen, wo ich sage, der Teufel ist gut. Er ist wirklich gut, weil das sind wirklich so 3 Grundwünsche. Der erste ist der Wunsch nach Brot, also Nahrung, dass die körperlichen Bedürfnisse erfüllt sind, ja, ziemlich grundlegend. Und der zweite Wunsch ist der nach Schutz, also wirf dich hinunter und Gott wird dich auffangen. Boah, das ist auch eine Sache, die man sich gut vorstellen kann. Der dritte, Macht, Einfluss, Geld, ja, man, wer will das nicht? Und irgendwie scheint es in dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob, man kann sich das natürlich vor sich hin philosophieren, ob Jesus diese Wünsche nicht hatte, ob sie ihm sehr bewusst waren, aber wer von uns wäre frei bei diesen Versuchungen, wenn dir einer sagt, all deine körperlichen Bedürfnisse sollen erfüllt sein? Also du sollst Schutz haben vor allen Gefahren des Lebens und ich will dir Macht, Reichtum und Einfluss geben. Ich finde, dieser Satz, Verführung heißt nicht, jemanden dazu zu bringen, was zu tun, was der nicht tun will, sondern Verführung heißt, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was der sich sehnlichst wünscht. Da ist was dran, weil wer wünscht sich das, wie gesagt, nicht? Brot, Schutz und Macht. Und ich glaube, die Lösung besteht darin, in einer Sache, die ich eigentlich von Klaus Marwitz gelernt habe, nämlich Selbstbewusstsein. In dem Augenblick, wo du weißt,
dass du dir bestimmte Dinge wünschst, wenn du dir dessen wirklich bewusst bist, wenn du weißt, dass du eine Sehnsucht hast, einen ganz großen Wunsch hast, dann bist du nicht mehr verführbar, weil du dann dir halt dessen bewusst bist. Wenn du dir es aber vielleicht nicht eingestehst, dass du Hunger hast und dich schutzlos fühlst und ohnmächtig, sowas in der Art. Und dann kommt einer und macht dir ein Angebot, zu dem du nicht Nein sagen kannst. Und da denke ich jetzt weniger an den Mafia-Boss als mehr an viele Sachen, die in der Seminar-ESO und Psychoszene angeboten werden. Und verspricht dir irgendwas, ja, mit der Methode wirst du ohne Mühe abnehmen, wirst ohne Mühe gesund sein, wirst durch ein Fingerschnippen eine tolle neue Beziehung haben, wirst gut aussehen, guten Sex haben, wirst in 3 Jahren dein Vermögen verdoppeln und mit 2 Stunden Arbeit die Woche 5.000 Euro verdienen. Ich meine, du kennst doch die ganzen Sprüche auch. Du weißt doch auch, dass das alles nur Verführung ist und Manipulation und über den Tisch ziehen. Aber solange du dir nicht wirklich einfach eingestehst, dass das echt eine Sehnsucht und wirklich ein Wunsch von dir ist, bist du verführbar. Weil da kommt jetzt noch eine zweite Sache dazu. Bei manchen von diesen Wünschen muss man sich vielleicht eingestehen, dass es ein Wunsch ist, eine Sehnsucht, ein Ziel, welches man wahrscheinlich nie im Leben erreichen wird, vollständig. Man kann sich ihm nähern, aber erreichen kann man es wahrscheinlich nicht. Und schon bist du weniger verführbar. Und wenn du es zum Extrem ziehen wolltest, kämst du vermutlich am Ende als buddhistischer Mönch heraus, weil du weißt ja, der Buddhismus arbeitet ja intensiv daran, dass man nichts mehr will. Also diese ganzen Anhaftungen und so weiter loslässt. Und ich glaube, die Aufgabe, verführ mal einen buddhistischen Mönch, also wenn der wirklich das gut kann und lange meditiert hat und die Erleuchtung erlangt hat, schätze ich mal, du wirst daran scheitern, beim Versuch, einen buddhistischen Mönch zu verführen zu Reichtum, Gesundheit, Sex oder ähnlichen Sachen, weil der sich dessen bewusst ist und weil der dadurch gegangen ist. Aber, jetzt kommen wir halt zum letzten Punkt, du wirst auch merken, dass es so gesehen vielleicht sehr schwierig ist, zu diesem gedachten buddhistischen Mönch eine Beziehung aufzubauen. Und so toll das natürlich wäre, dass du dir absolut selbstbewusst bist, was du willst und was du nicht willst und ganz klar deinen Weg vor dir siehst, den rechten Weg, der dich direkt zur Erleuchtung oder zu Gott führt und nichts und niemand, auch nicht der Teufel in Gestalt einer Schlange, bringt dich vom Weg ab. Ich weiß nicht, ob das ein Leben ist, was man leben möchte. Weil hätten dann andere noch Einfluss auf dich? Ich meine, denk dran, Ignatius meinte 3 Quellen. Eine Quelle kann ja auch sein, Gutes, was von außen kommt. Also Gutes. Und wären wir noch Menschen, wenn wir uns nicht gegenseitig beeinflussen könnten? Also würdest du dich menschlich fühlen, wenn niemand mehr Einfluss auf dich hätte? Ich glaube, das wäre ein bisschen armselig. Nichts gegen die buddhistischen Mönche, nichts gegen die Erleuchteten, aber ich in meiner eher schlichten Art, mir das vorzustellen, denke mir, das wäre ein bisschen ein langweiliges Leben. Also ganz unverführbar zu sein, das wäre jetzt auch doof, ne? Und an dieser Stelle kann ich mich auf John Grinder beziehen und ich gehe ja mal sehr gerne zu den Wurzeln des NLP. Grinder hat schon ganz, ganz am Anfang, also kurz nach der Trennung von Richard Bandler, hat er das wohl geschrieben, wo er meinte, und ich habe das zum zentralen Punkt eines Webinars gemacht, die Aufzeichnung ist auf Edomanto, dass man sich mit Zielen und einer klaren Zielplanung das Leben auch komplett versauen kann. Und zwar einfach deswegen, wenn du dir eine ganz klare Zielplanung machst, das heißt, du siehst deinen Weg vor dir, betoniert, wie eine Autobahn, links und rechts mit 5 Meter hohen Leitplanken. Und das ist dein Weg und den Weg gehst du zum Ziel. Und dann plötzlich kommt ein Stück neben dem Weg irgendwas Verlockendes, Schönes, Verführerisches, Leckeres, Ansehnliches, Wunderbares. Und du hast aber deine Autobahn zum Ziel und wirst die keinen Millimeter verlassen. Dann meint halt John Grinder, so kann man sich das Leben auch ganz schön kaputt machen. Er verwendet meiner Erinnerung nach an dieser Stelle sogar das Wort Gnade und definiert es als etwas, was einem halt völlig unerwartet und unverdient von außen kommt und geschenkt wird. Du hattest es nicht eingeplant, du hattest es nicht auf dem Weg, du hast es nicht erwartet und plötzlich ist ein Stückchen nebendran auf dem Weg so was Tolles. Aber du verlässt deinen Weg nicht, du lässt dich nicht verführen. Du merkst, es ist kein Leben, was du leben möchtest. Jetzt haben wir einen Konflikt. Das heißt, das eine ist, dass es irgendwie doof ist, verführbar zu sein,
Weil dich halt dann jemand wirklich komplett in die Irre führen kann und dazu bringt, dass du vielleicht, weil ich meine, du wirst nie hundertprozentig dir deiner selbst bewusst werden. Selbsterkenntnis ist nicht 100%. Also irgendjemand entdeckt was in dir, wo du verführbar bist und verführt dich, zieht dir, wenn du Glück hast, nur Geld aus der Tasche. Plan B ist, du hast ein fest betoniertes Ziel, dass dich da niemand auch nur einen Millimeter wegbringt und du lebst ein ziemlich armseliges Leben, weil du halt unverführbar bist und nicht in Beziehung gehst. Doofe Sache. Ja, wie lösen wir das jetzt? Und die Lösung ist aus dem NLP-Modell her wieder ziemlich einfach, aber ich weiß nicht, ob sie dir gefallen wird, weil diese ganzen Verführungen, von denen wir jetzt geredet haben, das ist ja, dass jemand oder etwas, zu dem du eine Beziehung hast, dich verführt. Das heißt mit anderen Worten Ebene 6, die Zugehörigkeit, die signifikanten emotionalen anderen. Ja, und die Lösung ist natürlich dann Ebene 7. Das heißt, wenn du auf Ebene 7 eine Idee hast, wo es hingehen soll, dann ergibt sich daraus also nicht so sehr ein betonierter Weg, als mehr eine Fläche, eine Ebene, eine Landschaft, ein Delta, in dem du unterwegs bist, wo du viel spontaner auf Verführungen, Angebote, Einladungen, Gnade und Einflüsterungen des Guten reagieren kannst, weil du dich halt einfach innerhalb dieses freundlichen, also mein inneres Bild, das ist gerade das Auenland von Herr der Ringe, weil du dich halt innerhalb dieses Landes bewegst. Und was auch ein ganz großer Vorteil wäre, es kommt nicht von dir. Das ist auch darüber mache ich noch mal einen extra Podcast, das könnte, glaube ich, der übernächste werden. Es ist meistens verdächtig, zweifelhaft und keine gute Idee, wenn du dir selber eigenständig aus dir selbst heraus ein Ebene 7 Ziel setzt, weil im Grunde geht das nicht. Das geht nicht, weil wenn du dir selbst ein Ziel setzt, kommt das von Ebene 5, aus dem Selbstbild. Und ein Ebene 7 Ziel kommt per Definition von außen und zwar noch nicht mal aus der Gemeinschaft. Es kommt von irgendetwas, was über der Gemeinschaft steht. Also eine Kultur, eine Spiritualität wäre da eine ganz feine Idee. Das wusste auch schon Frau Birkenbiel und sie meinte an dieser Stelle immer auf ihre unnachahmlich scherzhafte Art, sie brauchen ein Lebensziel, sie brauchen was ganz Großes, sie brauchen einen Fixstern. Und dann meinte sie, und wenn sie noch keins haben, dann gebe ich ihnen jetzt eins, wo man so, die Luft anhält, will sich Frau Birkenbiel jetzt zum Papst erklären. Nein, wollte sie nicht. Und sie meinte, bis sie was Besseres haben, nehmen sie einfach das menschliche Potenzial entfalten. Und das ist schön, auch in der Idee von der Vision von Robert Dilts, eine Welt zu erschaffen, an der andere teilhaben wollen, wo andere mitmachen wollen. Das sind so allgemeine Sätze, das ist aber gar keine so schlechte Idee. Also da sich von irgendwas Großem zu bedienen, ist eine sehr schöne Idee. Und wenn du sowas installierst auf Ebene 7, dann wärst du bereit für erwünschte Verführungen. Also dann kannst du go with the flow machen, dann kannst du in den Beziehungsbereich gehen, dann kannst du die Impulse von außen nehmen, dann kannst du dich vom Weg abbringen lassen und auch mal irgendwo ins Gebüsch führen lassen, irgendwelche Täler und Höhen und Auen und Flüsse und Blumenwiesen entdecken und dich überraschen lassen. Neugierde ist da ganz wichtig, weil du dich immer sozusagen unter diesen Sternen, wenn ich in der Fixstern-Metapher bleibe, bewegst und von daher weißt, dass du nicht verloren gehst, weil du bist sozusagen auf dem richtigen Planeten, im richtigen Land. Und würdest nur merken, dass wenn du quasi die Sterne nicht mehr siehst, dann bist du scheinbar irgendwie vom Weg abgekommen. Das ist so die Fixstern-Metapher. Ich werde da, lass mich mal gucken, ich habe ja schon ein bisschen vorgeplant, genau der übernächste Podcast wird darüber gehen. Da geht es um das Thema Vision, da ist der Fixstern nochmal mit drin. So, jetzt haben wir es. Das heißt, die Verführung, ich sammle nochmal so ein bisschen, meint von der Idee her, dass es da einen Weg gibt. Das ist der deine, das ist dein rechter, dein richtiger Weg, der dich dahin führt, wo du hin willst, sollst, wie auch immer. Und Verführung im negativen Sinne würde bedeuten, dass dich jemand zur Sünde, also zum Danebentreffen, verführt, also in die Irre führt, dich also von deinem Weg abbringt. Und das geht am leichtesten, indem sich halt diese Person, dieses Wesen, dieser Teufel, dich dahingehend verführt, dass er oder sie sich bündet mit etwas, was du dir in Wirklichkeit sehnlich wünschst, aber dir vielleicht
dessen nicht bewusst bist, es dir nicht eingestehen möchtest. Das ist die wirkungsvollste und leichteste Verführung. Auch in der Werbung geht das ja so. Also ich meine, die Geheimverführer und diese Propaganda-Idee von dem Bernay geht ja alles in die Richtung, dass man sich verbindet mit irgendwelchen Wünschen den Leuten, die sich die selbst nicht eingestehen wollen. Wenn du dir das eingestehst, wirst du merken, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt, die würden extra Podcasts verdienen. Ich meine, zum einen gibt es Sachen, sowas wie Sport. Ja, wenn du Sport machen willst, dann mach halt Sport. Andere Sachen wie grenzenlose Macht und Einfluss, da ist es dann eher so, sei dir des Wunsches bewusst, lächle und mach dir klar, du wirst es genauso wenig erreichen, wie es jemals irgendein Mensch erreicht hat. Also, das wäre auch wieder ein extra Podcast-Thema. Nach Paul Watzlawick entstehen so Ideologien, wenn Leute behaupten, dass sie unerreichbare Ziele erreichen können. Jedenfalls, wenn du dir deiner selbst bewusst bist als Erkenntnisbereich und weißt, was für Wünsche und Sehnsüchte und Ziele du in dir drin hast, dann hast du einen, würde ich sagen, ausreichenden Manipulations- und Verführungsschutz in dir. Mit ausreichend meine ich, dass ich dir wirklich nicht wünsche, dass du nicht manipulierbar und nicht verführbar bist, weil es ist doch auch mal schön, verführt zu werden und sich verführen zu lassen. Und dass da aber jetzt nicht irgendwas passiert, wo du hinterher sagst, ouch, das wollte ich dann doch nicht. Ist es eine gute Idee, wenn du noch eine Ebene über diese ganzen Beziehungswelt, dieser Ebene 6 Welt, noch eine Ebene 7 hast und da einen Fixstern, eine spirituelle oder religiöse Komponente, Religio heißt Anbindung, Rückbindung, irgendwie das, was Frau Birkenbiel Fixsternziel nennt, was wir in 2 Wochen uns mal angucken werden. Und dann ergibt sich daraus ein Bereich, in dem du verführbar bist und ein anderer Bereich, in dem du nicht verführbar bist. Und dann hättest du im Grunde das Beste aus 2 Welten. Dann kannst du in den Beziehungsbereich gehen und verführen lassen und dich ja auch auf die Art immer wieder neu kennenlernen, weil wenn dich irgendjemand an der Stelle packt und verführt, wo du gedacht hättest, ui, das wusste ich gar nicht, dass ich da verführbar bin, dann lernst du dich ja selbst auch besser kennen. Und so geht das dann beides Hand in Hand und im Grunde kommen dann alle 3 Bereiche ins Gleichgewicht. Der Beziehungsbereich mit Verführen und Verführen lassen, der Erkenntnisbereich mit immer besser rausfinden, wer du bist und der Handlungsbereich mit der Idee, was du willst. Klingt gut, ne? Ja, mach das mal. Selbsterkenntnis ist dafür. Nicht mal der erste Schritt, aber dann würde ich jetzt die 2. halbe Stunde anfangen. Lass es uns mit dem Thema erstmal gut sein. Ich will noch mal ganz kurz zum Ende Feedback aufs Feedback geben. Ich hatte ja letzte Woche mir gewünscht, Feedback auf den Podcast zu bekommen. Danke, ich habe viel Feedback auf den Podcast bekommen. Überwiegend einfach im Sinne von, oh, Ralf, mach gerade so weiter, schön ist es. Interessant fand ich, dass es mehr Leute sind, die sagen, kürzer ist besser, als es Leute sind, die sagen, länger ist besser. Also ich werde jetzt mir keinen Zwang antun, auch mal kurze Podcasts zu machen, so es mir gelingen möge, was ich ja, so wie ich mich kenne, ein bisschen bezweifle, aber rechne mit ganz unterschiedlichen Längen. Dahinter ist so ein bisschen die Frage, und wenn du Lust hast, beantworte mir die gerne, dass es da scheinbar 2 Gruppen von Hörern gibt bei meinem Podcast. Die einen, und mir scheint, das ist die Mehrheit, die schreiben sowas wie, Ralf, ich könnte dir stundenlang zuhören, deine Stimme tönt und plätschert so angenehm, ich gehe da immer in so einen halben Trance-Zustand und höre das nebenbei und tauche in fremde Welten ein und tauche wieder auf und es ist so herrlich und es könnte auch, wie gesagt, stundenlang gehen. Also mehr so ein Beziehungstyp, Beziehungsbereich Ohr. Die anderen, mir scheint, es ist die kleinere Gruppe, sagt, Ralf, du bist Erkenntnistyp, ich erwarte von dir ganz klare und auf den Punkt formulierte Informationen. In der Kürze liegt die Würze und sag, was du zu sagen hast und dann hör einfach auf, Punkt. Wie gesagt, scheint mir die kleinere Gruppe. Ich höre selbst beide Arten von Podcasts. Es gibt Podcasts, die ich gerne höre, die dauern 10 Minuten. Die sind geskriptet, da hat sich jemand wirklich Vorgedanken gemacht und formuliert auf den Punkt. Und es fällt mir schwer, einen Podcast zu hören, der 1 Stunde geht oder manchmal sogar länger, die da einfach so plätschern. Die höre ich auch nebenbei, wenn ich irgendwas mache, Auto fahre, aufräume, soweit in der Richtung. Das heißt, mit anderen Worten, ich müsste jetzt eigentlich wissen, ob du meinen Podcast eher nebenbei hörst. Dann würde ich ein bisschen redundant vor mich hin plätschern und dich nebenbei zu interessanten Gedanken und Meditationen anregen. Oder du sagst, nein, Ralf, ich höre deinen Podcast immer ganz aufmerksam und schreibe mit und sitze davor und mache mir meine Gedanken dazu. Dann würde ich kürzer formulieren. Wenn
beides als Feedback kommt. Kann sogar sein, dass ich zwei Podcasts reinmache, eine kurze und eine lange. Ich weiß es nicht. Ich bin auf dein Feedback gespannt und ich bin jedenfalls sehr dankbar für Feedback. Noch eine Schlussbemerkung. Ich freue mich auch, wenn auf YouTube Kommentare stehen, aber ich brauche manchmal lange, bis sehr lange, um die zu beantworten. YouTube bietet mir zwar als Content-Produzent sogar die Möglichkeit, dass ich die Kommentare von einer KI beantworten lassen könnte, aber ich finde das ehrlich gesagt fürchterlich albern, wenn mir da ein echter Mensch schreibt und ich von der KI dann irgendwie, hey, yeah, vielen Dank, Smiley, Smiley, sowas zurückschreibe, weil dann wäre der nächste Schritt, dass dann irgendwann Leute mir per KI einen Kommentar schreiben und ich per KI antworte, dann können auch gleich die beiden KIs sich unterhalten, das ist langweilig. Also gebt mir da eventuell ein bisschen Zeit oder noch toller, antworte du doch mal auf einen Kommentar von irgendjemandem bei YouTube, dann ergibt sich vielleicht da so ein Gespräch innerhalb der Podcast-Community. Ja, die auf YouTube sind die Zuhörer relativ wenig. Die meisten hören doch über Spotify und Apple Podcast. Aber ist halt die einzige Möglichkeit, die einzige Plattform, wo man auf Kommentare antworten kann. Wobei auch auf Spotify und vor allem auf Apple Podcast auch einige sehr schöne und wertschätzende Kommentare zu meinem Podcast stehen. Vielen Dank dafür. Also du kannst auch gerne mal durchlesen, was die anderen da so geschrieben haben. Das freut mich. Das steigert natürlich auch meine Reichweite, das mich doppelt freut. Und wenn du mir noch eine Freude machen willst, dann abonniere einfach nochmal meinen YouTube-Kanal. Nicht, dass du dann mitkriegst, dass ein neuer Podcast kommt. Der kommt sowieso immer Dienstag, sondern weil es dann halt im Ranking nach oben geht und mehr Leute den Podcast hören. Und das ist natürlich auch für mich interessant. Gut. Das war's für heute. Nächste Woche geht's ums Verzeihen am 17. September. Und das war's mit der Verführung. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Tschüss.